Nur einen Katzensprung vom Pulheimer Walzwerk entfernt, stammt bis vor kurzem Karin Kronemeyers Rarität. Doch die Kölnerin hat sich satt gesehen. Ich habe eine Kaminuhr mitgebracht, die schon seit langem im Besitz meiner Eltern war. Ich möchte jetzt diese Uhr gerne bei Wahres für Rares anbieten. Alte Erbstücke sind unseren Wahres für Rares Experten herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Das ist genau das richtige Eintreffen. Hallo. Horstlichter, das ist toll, dass ich Sie endlich mal persönlich kennengelernt habe. Dankeschön. Wie heißt du? Karin. Karin. Und wie heißt du weiter? Kronemeyer. Kronemeyer. Auch toll. Ach, Karin, wenn ich in die... Oh, guck mal hier, guck mal in die Augen. Bewerte mal das. Das glänzt. Ja, das machst du besser wie ich. Nein. Das freut mich so. Weißt du? Und du hast bestimmt mal so einen Aufruf gesehen von mir, wo ich gesagt habe, gucken Sie mal zu Hause in Ruhe nach. Ganz irgendwo genau. Haben Sie ein Schätzchen. Genau. Ja? Und dieses Schätzchen habe ich mitgebracht. Eine alte Kaminuhr aus dem letzten Jahrhundert. Meine Mutter hat die vor ca. 40 Jahren von ihrer Tante geerbt. Mhm. Damals war noch ein Glasdom darüber. Mhm. Dann sind meine Eltern verstorben. Und leider ist mir, als sie bei mir gestanden hat, dann der Glasdom kaputt gegangen. Ach, der Glasdom, ja. Damit war sie vor Staub geschützt und jetzt ist sie das leider nicht mehr. Karin, hast du dich mal so intensiv mit der Uhr auseinandergesetzt? Nicht wirklich. Nein. Ich habe sie immer nur schön gefunden. Weil ich bin ja beileibe kein Experte. Aber ohne sie in den Händen gehabt zu haben, habe ich schon ein paar Dinge gesehen, wo ich sage, das ist nicht so richtig was Dolles. Das kann gut sein. Gehe ich recht in der Annahme? Es ist keine Bronze gegossen. Sie gehen richtig, Herr Lichter. Dankeschön. Ich gehe recht in der Annahme, es ist kein Gold. Es ist auch kein Gold. Sie gehen richtig in der Annahme. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es vielleicht sein könnte, dass es Blech ist? Richtig, Herr Lichter. Goldfarben angestrichen. Hier ist eine kleine Diskrepanz zwischen der Uhr und dem Uhrenständer. Okay. Das ist ein Uhrenständer. Ja. Der wurde gemacht, da konnte man beliebig die Uhren austauschen. Sie haben also diese Uhr ausgemacht und da konnten sie eine andere reinmachen. Mhm. Das war ein typischer Uhrenständer, die gab es in Holz und in anderen Materialien, in Bronze, ganz edel. Was sicherlich original ist, ist dieses Unterteil. Das ist auch alt. Um 1870, da fällt natürlich der Glassturz. Ja, genau. Der, oder wie Sie sagen, Dom. Ja. Und das Blechgetöns ist von 1960. Und was noch alt ist und was gut ist, ist diese Taschenuhr. Okay. Ja, das ist eine Breguet-Uhr. Also hier steht Breguet à Paris. Okay. Da muss ich Ihnen noch was dazu sagen. Breguet war eigentlich der berühmteste Uhrmacher in Frankreich. Und Breguet wurde natürlich auch vorzugsweise sehr gern kopiert und nachgemacht. Mhm. Und man kann es an kleinen Sachen erkennen. Mhm. Hier unten steht also Breguet à Paris. Mhm. Und das hat er nie signiert. Also leider eine antike Fälschung. Und doch gibt es auch Positives zu berichten. Es ist auch eine authentische Schlüsseluhr, die auch alt ist. Die dürfte so sein um 1860. Mhm. Muss ja auch sein aus dieser wie auch dieses Unterteil. Mhm. Aber das ist eine normale Taschenuhr. Mhm. Okay. Also haben wir zwei Dinge, die noch alt sind. Mhm. Damit kann keiner was anfangen. Mit der Taschenuhr sehr wohl. Aber das Ding will eigentlich kein Mensch haben, oder? Würde ich nicht unbedingt sagen. Jetzt stell dir vor, Horst, wir haben einen Glassturz drüber. Ja? Ja. Dann kommt der Betrachter natürlich nicht hierhin und sieht, dass das so leicht ist. Mhm. Der sieht nur das Ensemble. Ja. Und das ist doch sehr dekorativ und sieht ganz gut aus. Mhm. Stimmt. Du hattest vorher bestimmt eine Meinung. Ich hatte so gehofft, dass ich so 50 bis 100 Euro schon dafür kriegen könnte. Mhm. Gut, wir fragen jetzt einfach mal den Albert, was es denn noch wert ist. Albert, was ist das denn wert? Ja, ich denke 100, 120 Euro könnten drin sein. Das wäre schön. Das ist schön. Jetzt hast du, nachdem du meine Händlerkarte bekommen hast, allerdings eine Aufgabe. Sollten die Uhr nicht rausnehmen und somit entdecken, dass es eine gute Taschenuhr ist, kannst du sie darauf aufmerksam machen. Mhm. Toi, toi, toi. Ich werde es versuchen. Vielen meine Dank. Liebe, danke dir. Vielen Dank. Nächster Dank. Schnapp dir vorsichtig das Gebilde. Ja. Und jetzt an den Menschenmassen vorbei, vorne in den Flur. Nicht fallen danke lassen. Dir. Nicht fallen lassen. Danke. Tschüss. Ich würde nicht sagen, dass dieses Stück ein Blenderteil ist. Ich kann mir vorstellen, dass vielen Menschen sowas gefällt. Das Gold glänzt.
ja, eine alte Uhr dabei. Und man sieht es auf den Anhieb nicht, wenn man das betrachtet, dass es wirklich ein neues Teil ist. Ich bin schon ein wenig stolz, dass ich die Händlerkarte bekommen habe. Und von Horst Lichter die Händlerkarte überreicht zu bekommen, ist natürlich noch ein Stückchen schärfer. Ich bin ein wenig aufgeregt. Ich hoffe, dass ich die Händler überzeugen kann, dass dieses wunderschöne Stück zumindest ideellen Wert hat und der sich auch ein wenig in Geld niederschlägt. Natürlich gilt, je mehr, desto besser. Ob Karin einen Liebhaberpreis herauskitzeln kann, zeigt sich im Händlerraum. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, da hast du aber ein Prunkstück mitgebracht. Die ist ja niedlich. Ist das ein Zappler? Das ist ein Taschenuhrenwerk, umgebaut zu einer Standuhr. Das ist eine alte Kaminuhr, die ca. 100 Jahre alt ist, von Breguet, mit einem Porzellanzifferblatt und mit einem Schlüssel. Mhm. Man kann sie aufziehen und sie geht auch noch. Nun ja, Breguet steht zwar drauf, ist aber laut Expertise gar nicht drin. Es fehlen halt einige Blüten. Eine ist zwar noch da. Eine ist noch da, ja. Aber es fehlen mehrere. Ja, hier, ja. Unten auch. Und haben Sie den Glassturz auch noch? Der Glassturz ist mir leider kaputt gegangen. Da war ich auch ganz traurig drüber. Schade. Ja. Hübsches Öhrchen. Ja, ins Uhrwerk kann man leider nicht mehr schauen, weil das... Doch, doch, das kann man rausholen. Sie können es rausnehmen. Vorne, von vorne. Von vorne geht es hier raus. Ah, ja. Das muss man aber machen. Die Uhr ist von 1920. Das könnte hinkommen. Lass sie bitte mal draußen, Ludwig. Ich bitte sehr. Ich wollte sie mir noch mal anschauen. Das Uhrwerk von vorne. Das mit dem Plastik hier, das hat man natürlich ein bisschen unprofessionell gemacht mit dem Isolierband. Ja. Wahrscheinlich damit es zuhält. Ja. Komm uns da, du, oder? Ja, kriegst du gleich, Walter. Das Zifferblatt hat natürlich auch schon ein paar Risse. Trotz allem. Ja. Also, Ludwig, ich glaube, dass sie ein bisschen älter ist. Glaube ich auch. Auf alle Fälle ist es ein gutes Uhrwerk. Ne? Das sieht man schon von der Aufregung. Warte, gib mal dem Walter die Uhr. Vor allem fand ich halt schön, dass es nicht nur ein Schmuckstück ist, sondern dass das Uhrwerk also wirklich noch funktioniert. Ein Spindel läuft der an oder fällt nichts. Ich fange mal mit 300 Euro an. Okay. Das ist in Ordnung. Ich sag 400. Mhm. Warum sagst du so große Sprünge? Na, weil wenn ich 350 sage, sagst du 400. Ja, woher weißt denn du das? Bist du ein Hellseher? Ich möchte ja nicht der 50er sein. Würden Sie es denn Fabian verkaufen für 400 Euro? Ja, ich würde es auch für 400 Euro verkaufen. Es sei denn, es hat jemand noch Interesse, etwas mehr dafür zu bieten. Das ist eine gute Aussage. Wenn es ein bisschen massiver wäre, dann hätte ich schon was gegeben. Aber das Gehäuse da, das ist mir zu pinkelig, dazu. Aber es ist schön dekorativ und ich finde da schon einen Käufer, der es wertschätzt. Und vor allem mache ich wieder Blüten dran. Das wäre mir wichtig. Die wird wieder komplettiert. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann hol dir mal die Kohle bei dem Fabian, da geht keiner mehr drüber. Okay. Wieso machst du so schnell, Fabian? Ja, schon. Nee, ist schon gut, mach nicht. 100, 200, 300 und 400. Vielen herzlichen Dank. Dann wünsche ich Ihnen viel Freude damit. Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Spammel, das Ding da. Die ist richtig gut. Da ist so was zusammengeflicktes. Ja, für dich vielleicht. Ich finde es wunderschön. Ich sehe ein Lächeln bei der Frau Krone mal. Ehrlich? Und wie? Sag mir. 1, 2, 3, 400 Euro. Ohoho. Die haben schon mit 300 Euro angefangen. Manchmal hilft es, wenn ich den Händlern morgens spezielle Nougatcreme aufs Brot schmiere. Oh, ich danke dir. Dann sind die ab mittags in einem Kaufrausch. Es freut mich unglaublich. Vielen herzlichen Dank für alles. Und komm bald wieder. Wunderbar. Danke. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss, Süße.